Alle auf Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, das Magazin, die Initiative und der Kanal hier. Und wie ihr wisst, unterhalte ich mich auf dem Kanal sehr gerne mit sympathischen Menschen, die irgendwas mit Kunst erschaffen zu tun haben. Und das tut die liebe Franziska Vogts auch. Hallo. Hallo nach Hannover. Ja. Nein, Herr Braunschweig Oh, in tatsächlich. Ich bin Braunschweig. letztens Aber irgendwie in umgezogen. meiner Recherche war Hannover angesagt. Ja, ist erst ganz frisch. Ah ja, Braunschweig ist aber auch schön. Vielleicht sogar noch schöner, oder? Ich weiß es nicht. Ich möchte das gar nicht bewerten. Ich So. auch nicht. Ich halte mich da lieber zurück. Genau. Du bist eine, unter anderem auch eine Autorin. Wie hat denn das bei dir angefangen? Wann hast du gemerkt, Schreiben ist dein Ausdruck auch mit? Was waren da die Auslöser? Wann war das? Und was ist dein Antrieb dahinter? Eigentlich wollte ich schon seit meiner Kindheit Schriftstellerin werden. Ich war auch seit meiner Kindheit immer irgendwie Außenseiterin und habe mich immer irgendwie anders gefühlt. Ich habe dann jetzt durch kurzem auch erfahren, woran das liegt, denn nach ja, sehr vielen Therapien und Therapieversuchen habe ich dann herausgefunden, dass ich Autistin bin. Und deswegen war Schreiben immer schon die Möglichkeit für mich, mich auszudrücken und zu kompensieren, was mir so im sozialen Leben einfach gefehlt hat. Und mir war klar, also ich wollte schon immer schreiben und habe das auch immer getan. Und lange Zeit war das sehr unerfolgreich. Also es hat irgendwie angefangen mit Gedichten in der Schülerzeitung und kürzeren Texten in Anthologien, vor allen Dingen erotischen Anthologien. Und viele gescheiterte Romanversuche, Versuche, meine Romane bei Verlagen unterzubringen, die nicht erfolgreich waren. Und jetzt vor kurzem hat es geklappt. Da habe ich dann meinen ersten Roman veröffentlichen können. Ja, sehr schön. Und da kommen wir auch noch gleich drauf. Du hast es schon gesagt, verschiedene Genres sind für dich gut für deinen Ausdruck. Lyrik, ich muss dann kurz eine Lanze brechen zu Lyrik und erfolgreich. Ja, Lyrik erfolgreich bedeutet eigentlich eher, dass man schön schreiben kann, weil im Verkauf ist es natürlich bei den Lyrik-Gedichtbänden oder so natürlich nicht so. Nicht so prickelnd, aber das trifft auf jeden Lyriker zu, ne, weil Lyrik irgendwie nicht so verkaufbar ist. Aber erfolgreich ist man auf jeden Fall, wenn man schön schreiben kann. Das ist auf jeden Fall so. Also was so Lyrik betrifft, ach so, Entschuldigung. Gerne, gerne. Was so Lyrik betrifft, muss ich sagen, bei dir ist es jetzt anders, weil du machst jetzt quasi mit mir ja keinen Umsatz, wenn du mein Gedicht veröffentlichst. Aber gerade so bei Lyrik-Anthologien ist es der Fall, die nehmen quasi alles auf und hoffen dann eben, das an die Autorinnen und Autoren verkaufen zu können und dass die dann eben vielleicht auch noch zwei, drei Exemplare für ihre Verwandtschaft kaufen, um denen das zu Weihnachten zu schenken. Und so generieren die halt ihren Umsatz. Und das ist nichts, glaube ich, worauf man besonders stolz sein kann, wenn man da veröffentlicht. Aber jetzt bei dir im Online-Magazin ist es auf jeden Fall nochmal was anderes. Ja, natürlich, das ist so, in der Tat so, bei den meisten Anthologien ist natürlich so, dass die sich auch mit dadurch finanzieren, dass die Autoren sich da freiwillig beteiligen, Exemplare irgendwie auch abzunehmen. Das ist klar. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, um ein bisschen Reichweite zu generieren, ein bisschen herumzukommen und der Name und auch die Texte kommen ja dadurch auch rum. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Du hast schon gesagt, wir beiden kennen uns übrigens über die Lyrik, weil du hast schon das ein oder andere Mal über Hashtag KKL veröffentlicht. Darüber kennen wir uns. Und du hast aber auch nicht nur zur Lyrik einen Hang, sondern du hast auch einen Hang ein bisschen zur Geschichte. Also, wenn mich nicht alles täuscht. Und hast auch einen Podcast. Ja, genau. Also mein Podcast heißt Gedichte aus der Geschichte. Das war eigentlich so ein Joke von mir. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, komm, lass mal diesen Podcast Gedichte aus der Geschichte machen, weil unser Lieblingspodcast Geschichten aus der Geschichte ist. Und dann waren wir mal bei einem Live-Auftritt von den beiden Historikern, die den machen, und haben gefragt, würdet ihr uns eigentlich verklagen, wenn wir einen Podcast mit diesem Titel rausbringen? Oder meinen die, nö, mach mal. Und dann haben wir das angefangen. Und tatsächlich hat auch dieser Podcast mich überhaupt dazu inspiriert, wieder selber mehr Gedichte zu schreiben. Einfach,
Ja, weil ich von den Gedichten, die wir besprochen haben, inspiriert wurde. Ja, du hast eine sehr, sehr schöne Ausdrucksform, finde ich, über deine Lyrik, finde ich sehr, sehr schön. Aber hast du jetzt einen bestimmten und warum einen bestimmten Hang zur Geschichte? Ja, also ich bin Lehrerin für die Fächer Deutsch und Geschichte Okay. und also interessiere mich auch privat für Geschichte. Ich sammle zum Beispiel Feldpost und Tagebücher, Kriegstagebücher und genau, so kommt das. Und wie ist das jetzt sozusagen die Geschichte zur Geschichte Gedichte? Kann man sich ja jetzt erstmal weniger vorstellen, aber dadurch, dass du das dir den Podcast machst, kommt das natürlich auch wesentlich mehr auf dich zu. Wie kann ich mir das vorstellen? Such dir da Leute aus, sprichst du über Gedichte oder macht ihr da Interviews oder wir werden das auch verlinken, dass die Leute sich das mal anhören. Was macht ihr da alles? Ja, also es geht jedes Mal um ein Gedicht, was entweder in einem bestimmten historischen Kontext entstanden ist, wie zum Beispiel jetzt Erich Frieds auf den Tod des Generalbundesanwalts Siegfried Buback, was ja unmittelbar quasi nach der Ermordung Bubacks erschienen ist. Oder es handelt sich zum Beispiel um ein Gedicht, das eine historische Person thematisiert. Zum Beispiel hatten wir da jetzt muss ich überlegen, von, na, also das kommt auch vor, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, Ja. genau, Algerball von Stefan George, ne, das bezieht sich auf den römischen Kaiser Elagabal Aha. und dann wäre das eben ja, thematisiert und wir machen das immer so. Also am Anfang liest meine Schwester das Gedicht vor und dann erzähle ich etwas über den historischen Kontext oder eben über diese besondere Person aus der Geschichte, die in diesem Gedicht thematisiert wird. Und danach folgt dann eine, ja, umfassende Analyse dieses Gedichts, also so ein bisschen wie der Schule einfach eine Gedichtinterpretation eben mit Rückbezügen eben auch auf den historischen Kontext. Zum Beispiel jetzt im Dezember die neue Folge, die rauskommt, da thematisieren wir Barbarossa von Friedrich Rückert, was sich eben auf den mittelalterlichen Kaiser Friedrich, also des Heiligen Römischen Reiches, bezieht. Und der hat eben auch eine lange Rezeptionsgeschichte und wurde halt immer so als der Idealkaiser glorifiziert. Und genau, Sehr spannend. das Ich ist finde unser das sehr Podcast. schön. Finde ich sehr interessant, mal diese Herangehensweise an die Geschichte, weil sie kann ja auch ein bisschen langweilig und trocken sein, je nachdem, was natürlich passiert ist. Aber ist natürlich auch schön, mal von der Kunstseite oder von der schriftstellerischen Seite das mal zu betrachten. Find ich sehr, sehr spannend. Verlinken wir, wie gesagt, und bin gespannt, was da noch kommt. Ich habe mir übrigens natürlich auch welche angehört. Es ist wirklich sehr interessant aufgebaut und auch sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall. Und man kann auch was lernen, vor allem. Das ist auch sehr spannend, ja. Jetzt hast du schon angedeutet, du hast einen Roman geschrieben, also der auch veröffentlicht ist. Und du hast ihn zufälligerweise bei dir rumliegen, dass du den mal Sekunde. lesen. Ja, wir holen ihn Ja. mal. Also hier haben wir ihn. Der ist jetzt natürlich spiegelverkehrt. Das ist mein Roman, eine gewaltige nächtliche Ouvertüre. Der ist im September bei EK2 Publishing erschienen. Das ist so ein ganz kleiner Verlag, der sich auf militärische Literatur spezialisiert. Sehr interessant, muss ich dich natürlich fragen, okay, du Geschichtslehrerin, wie kamst du auf diesen harten Stoff? Ja, also wie vorhin schon gesagt, ich sammel Feldpost, Kriegstagebücher. Das hat eigentlich so angefangen, dass ich in der Uni mal eine alte Quelle transkribieren musste und mir deswegen auch Kurrentschrift angeeignet habe. Und da habe ich dann angefangen, auf dem Flohmarkt nach einfach Dokumenten in Kurrentschrift zu schauen, um das ein bisschen zu üben. Und so kam eigentlich meine Sammelleidenschaft zustande. Und dann habe ich einmal durch Zufall
dieses wirklich sehr interessante Tagebuch eines gewissen Leutnants Adolf Meyer gefunden, der Gebirgsjäger war und ja, quasi so das gesamte Kriegsgeschehen miterlebt hat, also vom Polenfeldzug, Westfront, Ostfront. In Italien 1945 ist er dann gefallen. Und das hat mich wirklich so beeindruckt, dieses Tagebuch, dass ich dachte, okay, das musst du irgendwie, da musst du irgendwas draus machen, das musst du literarisch irgendwie aufarbeiten. Ich habe dann recherchiert und geguckt, ob er noch lebende Angehörige hat, aber das ist nicht der Fall. Und er hat auch sein Stil hat mich sehr beeindruckt. Also zum Beispiel der Titel Eine gewaltige nächtliche Ouvertüre ist eine Metapher, die er gefunden hat, um so das nächtliche Artilleriefeuer zu beschreiben. Und er hat halt sehr viele eindrucksvolle, teils auch verwirrende Metaphern, also romantisierende Metaphern eben für dieses Kriegsgeschehen gefunden. Jo. Ja, ich finde es sehr interessant, sehr spannend. Für welche Zielgruppe, sag ich mal so, oder für wen ist das, glaubst du, dass das interessant sein könnte? Also jemand, der sich für militärische Sachen interessiert, oder ist das generell auch für jeden, um einmal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, jetzt rein von materiellen her, von der Geschichte her, aber auch vom psychischen her? Für wen ist das alles interessant? Ja, also natürlich für jeden, der sich für Kriegsgeschehen interessiert. Ich habe es quasi auch meinem Freund, der zu der Zeit noch Fallschirmjäger war, dem habe ich es gewidmet. Aber ich denke, es ist halt gerade für meine, beziehungsweise also für die Millennials oder die Generation X interessant, die vielleicht Großeltern oder Urgroßeltern hat, die eben auch im Krieg waren. Und in vielen Familien ist es ja so, das wurde absolut tot geschwiegen, darüber wurde nicht geredet und man kannte halt seinen lieben netten Opa und wusste eigentlich gar nicht, was der im Krieg überhaupt erlebt hat, was der alles durchgemacht hat. Und ich denke, viele Großeltern, die haben auch so Spleens oder merkwürdige Angewohnheiten und man weiß überhaupt nicht, woher das kommt. Also zum Beispiel mein Opa, der hat nie was weggeschmissen. Wenn er einen verschimmelten Apfel hatte, dann hat er das penibel rausgeschnitten. Und wenn meine Oma was weggeschmissen hat, hat er immer noch mal in die Mülltonne geguckt, ob er nicht doch noch was davon verwerten konnte. Ja. Und mein Protagonist, der hat jetzt denselben Geburtsjahrgang wie mein Großvater 1915. Und für mich war das halt auch einfach wie so eine, ja, Lücke in meiner Geschichte füllen, obwohl die jetzt nichts miteinander zu tun haben, aber einfach irgendwie so zu zeigen, okay, so eine Figur zu schaffen, die stellvertretend eben für diese Großvätergeneration sein kann. Also ich finde es auf jeden Fall sehr schön, sehr gut und vor allem auch als abschreckendes Beispiel, ne, in der heutigen Zeit, wo es Menschen gibt, die irgendwie so ein bisschen Kriegsgeschrei und Säbelrasseln und sowas in die Welt bringt, ne, finde ich es auf jeden Fall als Abschreckung auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv. Ich bin 68er Jahrgang, also das heißt, ich habe noch direkte Eltern, die im Krieg waren. Und deswegen ist das natürlich auch, ja, natürlich auch aus meiner Erfahrung her. Die haben jetzt auch ein bisschen erzählt, ne? Was auch nicht immer lustig ist, ne? Wenn sie erzählen. Und deswegen finde ich eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Ja, du in deinem Unterricht, ist das auch interessant für deine Schüler? Ich weiß nicht, welche Jahrgänge du unterrichtest. Ja, also ich bin jetzt an der Berufsschule, ich unterrichte Ah, auch okay. berufliches Gymnasium, also die Jahrgänge 11 bis 13. Wir mussten zum Beispiel Unter der Drachenwand lesen als Pflichtlektüre für das Abitur 4 und, nee, 22, so, für das Abitur 22. Und da habe ich auch mal Feldpost mitgebracht, die sie transkribiert haben, halt Briefe von einem jungen Soldaten, der im ähnlichen Alter war wie der Protagonist. Und da habe ich gemerkt, okay, in dieser Stunde waren sie wirklich so sehr bei der Sache wie vorher fast nie, weil der Protagonist in diesem Roman ist halt, ich glaube, 19 oder Anfang 20 oder so. Und die Briefe von dem jungen Mann, die ich mitgebracht habe, der war auch so in dem Alter. Und das war eben auch genau das Alter meiner Schüler. Und für die sich einfach so, ja, vorzustellen, okay, ich sitze jetzt hier bequem in der Schule, habe vielleicht nicht immer Bock drauf, aber
Ich könnte auch irgendwo im Graben liegen und Ja, sehr schön. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. In der heutigen Zeit, ich habe irgendwie, glaube heute so eine Statistik gelesen, dass in den letzten, weiß ich nicht wie viel, 100 Jahren es nur 10% Zeiten gab, 10% Zeiten gab, wo kein Krieg herrschte. Ne? Das ist also auch sehr interessant. Deswegen als abschreckendes Mittel finde ich das sehr gut. Natürlich auch lyrisch gesehen, als künstlerische Geschichte natürlich auch sehr, sehr spannend. Ja, woran arbeitest du denn aktuell? Geht es weiter mit Krieg oder woran arbeitest du im Moment? Was sind deine im Moment deine Vorhaben? Also ich habe natürlich wieder so ein paar Ideen für den nächsten Roman, aber ich arbeite jetzt noch an keinem konkreten. Momentan konzentriere ich mich wirklich sehr auf meinen Podcast, was auch relativ rechercheintensiv einfach ist. Und mein Job ist ja auch nicht gerade, ja, wenig arbeitsintensiv. Deswegen liegt mein Fokus im Moment auf meinen Podcast und ich hoffe, irgendwann kommt so die zündende Idee und sagen, okay, das mache ich. Und letztens habe ich mit meiner Schwester eine Folge vorbereitet über das Deutschlandlied und da ist mir so die Idee gekommen, dass ich irgendwie ein Deutschland-Roman schreiben will. Also Deutschland hat natürlich, Deutschland, so wie wir es heute kennen, existiert natürlich erst seit, jetzt muss ich rechnen, 75 Jahren. Und einfach, ich dachte an, ja, einen collagenartigen Roman, der eben in den verschiedenen Deutschländern spielt und die verschiedenen Deutschlandbilder irgendwie reflektiert. Aber das ist erst so eine ganz vage Idee. Und Finde ich ich weiß auch aber auch nicht, ob sehr ich das gut, weil wirklich. wir begrenzen ja sehr gerne, vor allem in der Öffentlichkeit oder im Mainstream, begrenzen wir Deutschland immer sehr gerne auf eine bestimmte Zeit, die ich jetzt gar nicht so erwähnen möchte. Ne? Und darauf wird immer so geschaut. Und deswegen finde ich es immer gut, einfach mal auch diese ganze Breite oder Länge zu nehmen und mal da ein bisschen was zu erzählen, was Deutschland oder auch so betrifft. Natürlich. Deutsche gibt es natürlich schon länger, ne, wesentlich länger als auch 75 Jahre. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend, ja. Ich habe noch mal eine kurze Frage. Wie inspirierst du dich denn generell, wenn du ans Gedichte schreiben gehst? Lässt du dich da inspirieren? Gehst du recherchieren oder passiert das einfach manchmal? Ja, also wie ja, erwähnt, häufig ist es so, dass ich Gedichte lese und mich davon inspirieren lasse. Ich denke, also Lyrik baut ja auch quasi immer aufeinander auf. So was es heute an Lyrik gibt oder eben auch schon früher, ist häufig ja auch eine Verfremdung, eine Anspielung auf Sachen, die es einfach schon gab, ein Update, wenn man so will. Zum Beispiel das Gedicht, was du jetzt letztens veröffentlicht hast von mir, Heterotopie, das ist natürlich einerseits, also der Begriff kommt ja aus der Philosophie von Foucault und das Gedicht selber ist inspiriert eben von einem Gedicht aus diesem Zyklus Algerball von Stefan George, das mich einfach so krass beeindruckt hat. Und also ich muss sagen, ich kann immer gut schreiben, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Liebeskummer habe, wenn, ja, einfach so zur Kompensation. Also es das heißt, du arbeitest damit auch was auf, das heißt. Auf der einen Seite arbeitest du, reagierst du, aber du möchtest auch mit deiner Arbeit, sag ich mal, oder mit deinem Podcast, du müsstest auch etwas auch bewirken, ne? Ja. Ja, also einfach, ich denke, Lyrik eignet sich wunderbar dazu, einem einfach neue Perspektiven zu eröffnen und über, also das Gewohnte, einen neuen Blick auf das Gewohnte zu erlangen. Ja, und die Lyrik eignet sich ja auch dazu, in kurzer Form viel reinzupacken. Deswegen mag ich Lyrik auch sehr, sehr gerne. Ist auch immer sehr, sehr schön. Ja, wir haben hier noch ein paar interessante Themen. Hashtag KKL, vielleicht ist das ein oder andere für dich auch wieder dabei. Ich bin sehr gespannt. Wir werden auch deine Texte hier noch unter das Video verlinken, damit die Leute auch da wissen, worüber wir sprechen. Und jetzt möchte ich mich recht herzlich bedanken für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ich danke dir. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch.